Willkommen zurück zu einer neuen sauerstoffreichen Folge Astroneer mit einem Mann, der ein bisschen zu lange am Sauerstoffkabel gelutscht hat, der alte Kreis. Was? Ich habe die ganze Zeit Harz gelutscht, ey. Nee, nee, ich habe Harz gelutscht und du hast hier wieder die Sauerstoffbar gehangen und... Wie 4 Millionen andere Deutsche, ja, ja, weiß ich schon. Ich lutsche gerne Harz. Was lutschen Sie? Ich bin so... Was lutschen Sie, ey, wir müssen irgendwie hier die Sachen wieder auffüllen, ne? Das geht ja irgendwie. Also ich habe auch schon die Taste gefunden, aber bei mir ist jedes Mal ein Kreuz. So, nein, das darfst du nicht. Das ist eine totale irgendwie Wissenschaft. Bei mir auch. Ganz merkwürdig. Das ist irgendwie komisch, oder? Normalerweise müsste es ja gehen. Früher ging das auf jeden Fall instant. Was ist hier drüben los? Oh, es dauert ja auch richtig lange, bis hier was gebaut wird. Brauchen wir vielleicht mehr Energie? Kann man da... Was ist das? Man muss die Dinger immer erst auspacken. Also ich habe große Drucker, ich habe voll ihre Reichtümer. Ja, so. Ich bin halt reich. Ah, guck mal, jetzt gibt er hier Vollgas. Mehr Energie, gleich schnelleres Bauen. Ja, wir brauchen einfach mehr Saft. So, und jetzt müssen wir den eigentlich im Grunde... Moment, ich sehe gerade nichts. Der da oben drauf ist nicht gut. Aber machen wir den weg. Da drauf? So, dann... So viele Sachen liegen hier rum. So, jetzt gib mir das hier. Und jetzt hier hin mit dir. Dann machen wir hier Kabel ran. So, und dann muss der hier drauf. Jetzt haben wir hier den neuen Drucker. Ja. Den neuen Deluxe-Drucker. Hier gibt es Unterkunft. Der benötigt aber Silikon und Kunststoffe. Hier kann ich nur eine Unterkunft bis jetzt machen. Vielleicht kannst du aber mehr machen. Geh du mal ran. Warum kann ich mehr machen? Na, du hast ja den gelernt. Lager. Nö, geht nicht. Ja, und hier drüben, wenn du da durchskippst. Ich habe nur... Forschungskammer, großer Drucker und große Plattform. Ja, ja, viel mehr habe ich auch nicht. Aber wenn ich jetzt auf Q drücke, da habe ich ein mittelgroßes Lager verfügbar. Benötigt 2 Harzen freigeschaltet, steht da. Ja, dann kannst du es im Rucksack bauen oder wie? Jetzt nicht mehr, weil ich kein Harz habe. Ja gut, dann kommen wir mit. Wir holen erstmal ein bisschen Harz. Banglon. Erstmal ein bisschen abharzen, ey. Erstmal ein bisschen rumharzen. Typisch deutsch. Mach hier keine Löcher rein, sonst haben wir irgendwann voll das miese Gelände. Wir wissen noch nicht, wie wir es wieder gerade biegen können. Wir schänden Mutter Natur, graben und bohren in sie uns rein, aber wir geben ihr nichts zurück, weißt du? Und das wird sich irgendwann rächen. Ja. Vielleicht müssen wir halt irgendwie mehr Proben haben oder sowas. So, Harzmann. Hier hinten ist ganz viel Harz. Und da müssen wir jetzt saugen. Ich hole ein bisschen Harz ab. Ein wenig Harz. Oh, da hinten ist so ein Relikt oder so, da leuchtet. Jetzt ist kein Harz mehr da. Einfach weiter saugen. Jetzt guck mal, es geht immer tiefer. Einfach immer gucken. Ah, ich sehe da nichts mehr. Na doch, guck mal hier. Ich habe schon wieder was gefunden. Ja. Einfach rein in den Berg. Einfach rein in den Harzberg. Oh, ich habe kein Ding mehr. Ich habe keine von diesen Lifelines mehr. Kanister, kleiner Drucker, Verbindungspaket. Hä? Ah, hier. Ich dachte schon. Oh, ich habe gar kein Gemisch mehr. Ich bin gemischlos. Gemisch. Ja, aber wozu brauchst du Gemisch? Ja, um neue, genau, die Dinger zu bauen. So bauen wir neuen Gemisch. Guck mal, da hinten ist irgendwas. Ist das? Fluxrotator. Gemisch lag da irgendwo noch rum. Ja, wir werden schon irgendwo welches finden. Ich muss die näher bauen. Warte. Ja, ja, aber ich hatte jetzt nochmal... Ja, da hinten, da ist was. Da ist irgendwas Großes. Ich würde sagen, wir gehen hin. Guck mal, da ist sogar irgend so eine zerstörte Basis. Alter, was ist das hier für ein Ding? Ist das nicht hier für Windenergie? Ja, das ist für Windenergie. Mittelgroße Windturbine. Nimm doch mal mit. Oh, und ich habe Schutt gefunden. Echter Schutt. Ausschlachten, aber wie kann ich ihn ausschlachten? Real Schutt. Ja, die Turbine ist aber noch gut, die nehme ich mit. Kann ich irgendwie an die Turbine dran? Ist doch gut. Nee, ne? Da brauche ich halt ein Fahrzeug. So muss ich den ganzen Weg jetzt mit der Turbine und die wiegt halt. Muss ich jetzt halt zurücklaufen. Na gut, am Anfang, man muss halt nur logisch sich, guck mal, jetzt trage ich es sogar richtig. Ne? Man kann die auch richtig tragen. Wie cool ist das denn? Da ist man ein bisschen schneller unterwegs. Aber hier ist irgendwie... Kann man das noch ausbilden? Aber dann findet man nichts extra dann, oder? Nee.
Aber ich habe trotzdem keinen Kmisch. Guck mal, durch meine schnelle Astronautenbewegung dreht sich die Turbine. Ich habe doch gerade irgendwo Gemisch gesehen, aber ich weiß nicht wo. Ich bringe den Strom. Strom, ich sammle mal noch so ein bisschen Bio. Ja, aber das kann man, glaube ich, nur auf so einen Zweierpacken stecken, ja. Dann kann ich das loslassen. Mal weg das Ding. Wir haben halt unendlich viel Zink. Oh, warte mal, mir geht gerade die Luft aus hier. Alter, und jetzt geht die Forschung super schnell. Da ist jetzt Kmisch drin gewesen. Kmisch. Das ist Kmisch. Da ist Kmisch, Kmisch drin. So redet man da, wo Kies wohnt. Kmisch. Ja, ich hab Kmisch, ne. Kmisch, ne. Jo, Kmisch, ne. Da hab ich mal Kmisch auf mein Semi drauf geschmiert. Mal Kmisch. Mein Kmisch. So, jetzt zieh ich mal hier noch. Boah, was war denn das? Was war denn das? Ich hab eben gerade bei dir so gehört. Wie das bei mir? Man, naja, eben gerade bei dir. Übers Mikrofon. Voll der komische Soundbug. Ich geh jetzt mal hier oben in die kältere Region. Vielleicht ist da Kmisch. Ne? Alter, das ist kein normales Gelände. Ich weiß nicht. Was ist da Kmisch? Das ist kein Zeug hier, gar nicht klein. Alter, was hab ich hier? Ich hab irgendwas Neues gefunden. Ich hab noch so altes Forschungsmaterial mit. Aber boah, das dauert ja ewig. Hier oben ist irgendwie ein neues Material. Keine Ahnung, was das ist. Neues halt Kmisch habe ich hier erforschen. Ja, aber hier oben geht mir leider die Luft aus. Alter, die beten hier oben irgend so einen Klumpen an. Ich habe jetzt den heiligen Klumpen freigebuddelt. Gesaugt. Oh! Lawine! Direkt auf unsere Basis! Ich habe Schnee! Malachit habe ich hier oben. Was baut er denn da? Schon wieder eine Plattform? Hier Malachit. Sind Bio-Ressourcen drin. Ich hab einfach mal ein bisschen Zeug rein. Alter, hier kannst du richtig schon runterrutschen. Woohoo, yeah! Rutsch, Mann! Alter! Leidet der, verletzt sich. Tu dir nicht weh, ne? Tu dir nicht weh. Guck mal hier, das ist so ein Klumpen, den haben die da oben angebetet. Guck mal, bei dem Fahrzeug steht sogar Abfall, Gegenstand. Ja, aber den kannst du doch bestimmt irgendwie reparieren. Das ist für mich Abfall, das Ding. Ach, du hast da schon einen Klumpen reingeworfen. Oh, ey, da oben der Planet, der hier an uns vorbeifliegt, ey. Was kann man denn hier fliegen beim großen so Planeten? Drucker drucken? Ich weiß es nicht. Großer Drucker halt. Da brauchst du Kunststoff, Silikon. Ja gut, warte mal. Was kann ich denn Neues kaufen? Kleines Sauerstoffding. Wo kauft man denn was? Ja, Tab. Ach so. Was ist denn, wenn ich hier in die Basis gehe? Wo hast du denn den... Wo hast du das Lager denn überhaupt gelernt? Kleiner Drucker? Das Lager ist, wenn du auf drückst. Bei mir ist es in der dritten Reihe. Ein Sauerstofffilter, also Kanister, Arbeitslicht. Kleiner Generator, kleiner Drucker, Verbindungspaket. Du musst auch über dem Monitor. Über dem Monitor sind so Dinger mit 2 und 3 und 4 Verbindungen. Wenn ich Tab oder Q drücke? Wenn du Tab drückst, dann geht dieser Koffer auf. Ah ja, und da gibt's hier. Ja, jetzt sehe ich's, jetzt sehe ich's. Und da gibt's oben noch so ein paar Reiter. Großes Lager. Großes Lager. Ist auch kleines Lager? Kostet Keramik. Ja, das ist davor, in dem anderen Fenster. Mittelgroßes Lager, Harz. Ist freigeschaltet. Ja, aber wie baue ich das? Wo baue ich das? Ja, das frage ich mich auch. Und dann steckt man mich ein bisschen Harz ran. Moment. Hab ich hier noch Harz? Wo hast du Harz, So. Freigeschaltet. Ja, aber benötigt 2 Harz. Emma, was ist denn hier mit der... Hast du die Forschungsstation wieder abgerissen? Welche Forschungsstation? Nee. Die Forschungskammer lag hier auf dem Boden. Ja, doch, weil du immer mit der Maus da rumkriegst. Das ist alles ein bisschen glitchy. Glitchy Doodle. Was baust du denn jetzt? Wieso baust du sowas? Also ich hab's hier auch drin, ja? Ich hab's hier auch drin. Ich hätte auch die Bits und steht auch, es ist freigeschaltet. Ja, aber ich kann's nicht bauen. Hä, wieso ziehst du denn jetzt so eine Schnur hinter dir her? Weil ich da, glaube ich, gerade mitten in dem Ding drin stehe, oder? So eine Schnur bei mir zieht man doch hier oben. Hä? Auf den Berg gerannt.
Bei mir warst du hier oben auf dem Berg auf einmal. Was ist denn das? Es müsste mir Informationen geben, zum Beispiel, wo man es baut. Oder kann man... Warte mal, was gibt's denn hier noch an unserer Station? Ist da, was ist das hier? Manchmal steht's ja dabei. Also bei manchen Sachen steht dann Chemielabor benötigt, hier für Kunststoff und so. Ja, aber bei dem Lager steht gar nichts, ne? Nee, bei mir steht jetzt nichts. Gibt's Bioressourcen? Das ist alles sehr mysteriös. Ja, eigentlich haben wir hier diesen Druckerli. An dem Druckerli kann man ja alles Mögliche bauen. Oder kann man da auch irgendwie den Reiter verändern? Nee. Unterkunft, das ist der große Drucker. Moment mal. Moment mal. Hier, diese Symbole haben ja auch eine Bedeutung. Oben, der erste Reiter ist der Rucksack. Aber was ist das zweite zum Beispiel? Was ist das zweite? Das weiß niemand so genau. Weil der mittlere Startdrucker, guck dir mal den mittleren Drucker an, den großen Drucker. Wenn du mit einer Maus drauf gehst, siehst du ein Symbol. Ja, sieht aus mit so drei Kronenboppel. Siehst du das? Ach so, ja, ja, ja. Wenn du jetzt hier drauf gehst, siehst du, dass es an irgendeinem Zwei-Boppel-Ding gemacht wird. Aber was ist das Zwei-Boppel-Ding? Weißt du, wir brauchen hier einen großer Doppelboppel. Drucker, mittlerer Startdrucker. Ah, okay. Wir brauchen den kleinen Drucker, ne? Oh lala, ja, wir brauchen einen kleinen Drucker einfach. Kleiner Drucker. Was ja. Braucht man denn für einen kleinen Drucker? Kannst du den bauen? Da brauchst du Kmisch und ich habe ja kein Kmisch. Wir haben ja nichts Kmisch. Aber nein, wieso? Ohne Kmisch geht da nichts. Wir wollen Kmisch. Wir müssen jetzt rausziehen und Kmisch suchen gehen. Warte mal, wo ist denn. Wo ist denn die Live? Ach so, die war auf der anderen Seite. Ich hab Zink, ich hab Malachit. Ich hab hier alles. Ich hab auch komischerweise. Wozu ist das hier? Ja, einfach mal jetzt irgendwie zwischenlagern. Ja, keine Ahnung, vielleicht wenn dann weiter. Steck das mal da dran. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Kmisch. Ohne Kmisch geht nichts. Organische Ressource, Verbindungspaket, habe ich auch noch ein bisschen was. Das kann ich ja hier oben wieder draufstecken. Ja, hier kann ich auch irgendwas am Nippel erforschen, direkt an der Nippel-Endzone. So, hier ist noch Zink. Bleibt das hier liegen, wenn wir es da hinlegen? Also meins liegt immer noch da. Ich glaube, es bleibt liegen. Ich gehe jetzt mal okay. Ein bisschen so ins Inland und suche da Kmisch. Ich gehe wieder an der alten Lifeline, da habe ich nämlich schon Gemisch irgendwo in der Ferne gesehen. Hier hinten ist eine riesige Harzlinie. Eine riesige Harzlinie? Ja, hier hinten ist eine riesige Harzlinie. Sie haben sich frontal aufgestellt. Aber leider kein Kmisch. Wir haben immer noch kein Kupfer. Ist auch noch so ein Ding. Ja gut, irgendwann werden wir schon ein Loch mit Kupfer finden. So, hier ist ein bisschen Gemisch. Was hast du gerade gesagt? Gemisch oder Kmisch? Beides. Was ist Gemisch? Verstehe ich nicht. Ach, Kmisch. Oh, wenig Luft. Wenig Luft hat der kleine Astronaut. Hier ist gar nichts im Kmisch. Ich habe ein bisschen, aber es ist nicht genug für den ganzen Bobble gewesen. Ja, auf einmal ist das simpelste Material super selten aus irgendeinem Grund, ne? Bei dir steht am Ersticken dran. Oh, ich glaube, ich komme nicht mehr zurück nach Hause. Oh, bei mir hört sich auch die Musik schon ganz verzerrt an. Der Puls geht hoch. Oh, das war super knapp. Gab es nicht auch mal eine Taste, dass er, wenn du die gedrückt hältst, dass er dann automatisch diese Verbindungen baut? Immer ab einem gewissen Abstand halt? Boah, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Guck mal, hier hinten ist ja irgendwie ein riesen Shuttle-Stück. Alter, ist sogar... Oh, da, sogar ich hab... Kabel machen. Ich habe eine Gemischquelle gefunden. Eine große. Kmischader? Ja, ja. Ich habe ein bisschen Kmisch hinten. Oh, ich habe richtig Gemisch. Junge, Junge. Ich habe halt super Gemisch. Viel Harz. Ich habe irgendwie so ein Harzhändchen, weißt du? Du hast ein Händchen für Harz, ja. Was ist das denn? Verlängerungen. Okay. Ja, ich habe da irgendwo Verlängerungen hingehängt. Denke ich mal, kannst du so an so zwischen, ne, an irgendwelche Stationen mit dran machen und dann halt die Kabel ziehen, so. Ich werde jetzt höchstwahrscheinlich hier draußen sterben, weil ich kann mir ja nicht mal Lifelines bauen, weil mir Kmisch fehlt. Einmal stecken, ja. Das sieht nicht gut aus für unsere Welt. Ja, dann lauf doch nicht so weit! Ja, ich suche ja Kmisch, aber hier ist ja nirgendwo was. Ich habe eine riesen Quelle! Dann bring so viel mit, wie du kannst. Ich glaube, ich bin voll jetzt, oder? Ne, ein Päckchen hätte ich noch. Da klebt irgendwas an dem Shuttle. Tot. Ich jetzt werde wiedergeboren, ist jetzt egal. Jetzt ist dein Harz wieder weg.
Da hinten komme ich ja ran. Ah, ich habe so viel Harz um mich rum. Unten im Harzer Tal habe ich so viel gefunden. Ja, da wo du wohnst. In meiner Plattenbaugegend ist so viel Harz um mich rum. Was ist denn das hier? Ist das irgendwas Besonderes, was ich hier gefunden habe? Ja, Schutt. Ausschlachten. Wie kann ich das ausschlachten? Weiß nicht, muss man es lernen? Wahrscheinlich. So, ich nehme jetzt, glaube ich, nur mein Harz mit, den Rest. Lass ich hier vergammeln. Das ist wieder so ein Spiel, ne? Da kannst du mal locker 10 Stunden da sitzen und was machen und du merkst irgendwie gar nicht, wie die Zeit vergeht. Ja, das ist wieder so ein Suchtgame. Ja, das ist so ein absolutes Suchtgame. Ja, weil es so viel Kleinscheiß halt auch gibt und so, ne? Na, man sammelt ein bisschen Gemisch, man findet eine Höhle, man geht ein bisschen harzen. Oben, unten am Strand habe ich ein wenig rumgeharzt. So, Gmischmann. So, wo kann ich denn den kleinen Drucker hinstellen? Haben wir noch irgendwo einen Platz frei? Braucht der nur einen oder zwei? Einen braucht er nur. Muss hier so einen kleinen Abdrucker machen. So. So, und da müssen wir jetzt was? Harz reinstecken, ne? Ja, genau, da muss Harz rein. Und du brauchst das Gemisch, ne, für Lifelines. Ich leg dir mal hier was hin. Wie viel brauchst du? So, der Drucker sagt, ich bin ready. Oh ja, schon so 2-3 Packen wären schon ganz gut. Ja gut, die können wir jetzt dann gleich in das Lager stecken, oder nicht? Oder haben wir keine... Ja, hier wird gerade eins erstellt. Nein, es passiert. Ja, wir wollen eine Plattform. Hier liegt Gemisch auf dem Boden erstmal, ne? Gemischmann. Okay, jetzt kommt Sinn ins Spiel. Ah, wir sind manchmal sind wir halt ein bisschen dumm. Ja, dumm. Für Kevin Sören vielleicht, aber sonst für den allgemeinen Pöbel. Da sind quasi noch 60 Bytes drin. Jetzt braucht er noch eine Minute, dann ist es aufgelöst. Dann können wir da wieder einen neuen Stein rein. Also das Lager ist jetzt hier fertig, ne? Ja, das Lager ist fertig, aber da brauchen wir jetzt ja wieder eine Plattform. Naja, es steht ja eigentlich auch schon für sich so, das Lager, oder? Oder muss das, warte mal, ich heb das mal hoch. Kannst, guck mal da drunter, sind da, kann man es irgendwo draufstecken? Nee, du brauchst einen Doppelstecker, da müssen wir den Drucker hier entfernen. Dann kannst du es hier hinstecken. Ja, hier. Jetzt können wir da so Zink und so rein. Aber es ist eigentlich auch nicht wirklich viel, was da reingeht. 8 Sachen, ne? Ja, gut, aber dann liegt sie halt alles nicht so rum. Weißt du? Ordnung muss sein. Das ist Deutsch. Das ist ja, Deutsch, eben. Was wir hier haben. Das ist ein deutscher Betrieb. Ich weiß jetzt halt nicht, wie das ist, ob du das Lager zum Beispiel jetzt dann mit was anderem verbinden kannst. Ja, du kannst die Sachen Lager, automatisch aus dem Lager ziehen zum Beispiel. Das mittlere Lager zum Beispiel kannst du auf ein Fahrzeug packen und der kann das dann, glaube ich, da rausziehen automatisch. So, jetzt haben wir hier schon mal das ganze Zink reingeschoben. Warum zieht der da überhaupt Energie jetzt? Wer meinst du? Der kleine, der Mini-Generator hier auf dem... Der da. Der mittelgroße Windturbine, die erzeugt Energie. Nee, ich dachte, der zieht mir hier die Energie weg, aber nur wenn man produziert anscheinend, aber guck mal, oder? Hier kann ja auch wieder so ein Superklumpen rein. Guck mal, der zieht Energie weg, obwohl wir eigentlich gar keine nutzen, ne? Ja doch, vielleicht geht ein bisschen was in die Forschung oder so. Ey, wir haben jetzt hier wieder so einen Powerklumpen. Den könnte man... Ups, so. Den könnte man erforschen. So, stecken rein, auf geht's. Ja, da kriegen wir halt die Nährdaten raus. Ja, wir bräuchten halt ein bisschen mehr von allem. Deswegen würde ich jetzt nochmal in die große Höhle reingehen und da einfach gucken, ob da Kupfer ist. Ja, meinst du, da ist Kupfer, Alter? Irgendwann musst du auf Kupfer kommen. Jetzt ist mein Inventar leer, wenn ich drauf gehe, ist ja nicht schlimm. Da hinten? Achso, ja, okay. Ich muss hier so ein bisschen was abwerfen noch. Alter, die Höhle ist echt deep. Da unten liegen ein Haufen Lifelines rum. Ja gut, aber die kann man ja noch organisatorisch besser dann hinstellen im Notfall, ne? Weil ja, die zweite Höhle... Irgendwie habe ich gerade die zweite Höhle, aber irgendwie habe ich gerade die Verbindung gekappt. Müssen wir irgendwie... Weil ohne Lifeline auch no light, ne? Man kommt hier aber... Eigentlich müsste man hier wieder hochkommen. So, jetzt ist die Verbindung wieder da. Ja, ich habe hier vorne noch ganz einen an die Kante gestellt. Musst halt vorsichtig sein mit dem Gmisch, ne? Da musst du halt vorsichtig sein, ne? Mit dem Gmisch, da darfst du nicht spielen, du. Das ist nichts zum Spielen, das Gmisch. Spiel nicht mit dem Gmisch! Fritzel, ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt, Fritzel. Spiel nicht mit dem Gmisch. Der Ignaz, der hat sich letzte Woche den Finger abgeschnitten. Also wenn wir Malachit und hier Zink, das haben wir jetzt lebenslang, ne? Ja, das ist für immer. Ja,
Ja, guck mal, da unten ist doch bestimmt so ein Kupferloch. Also nicht. Also, das will ich jetzt hier gar nicht erst abbauen. Ja, ein bisschen Zink nehme ich nochmal mit. Aber wenn ich wüsste, wie man... Ich kenne jetzt den Tastenbefehl, aber muss man da irgendwas erforschen? Muss man sein Saugerli irgendwie erweitern oder... Ja, ne, das ist... Bist du runter oder bist du oben noch entlang? Ich bin noch oben, aber weil guck mal, unten ist irgendwas Neues. Ja, das ist aber grün. Ja, aber... Forschungsgegenstand Mineral. Was ist das da unten? Forschungsprobe. Die ist 30 Kilometer weit weg, aber ich kann sie scannen, okay? Na, hier ist irgendwas drin. Hier unten. Also, ich grab mich da. Ne, ich habe noch nicht wirklich richtig runtergegraben, aber... Hier ist auf jeden Fall ein riesiges Schmandloch. Ich würde gerne einfach mal hier in die vorgefertigten Gänge gehen, aber hier ist auch nichts, nur Stalaktiten und Stalagniten. Ah, ja, wenn du mal hier zu mir reinkommst. Ah, ich habe da hinten schon eine Stelle gefunden, wo ich gerne hingehen würde. Ich glaube, wir treffen aufeinander. Kann es sein irgendwann? Das weiß ich nicht. Wie viel Lifeline-Power hat der Mann noch, ist die Frage. Hä? Wow. Hier geht's aber dann böse runter. Mich da dann auch wieder hoch? Das ist halt die magische Frage, ne? Da unten ja. Auf jeden Fall irgendwas Neues gefunden. Was wir davor noch nie hatten. Oh, ich wurde vergast! Alter, hier unten ist ein Space Shuttle! Bist du noch am Leben? Nee, ich wurde vergast. Komm zu mir! Folg meiner Lifeline. Hier unten ist ein fucking Space Shuttle. Boah, ist das eine Riesenhöhle. Sieht voll cool aus. Warte, was ist das? Ich habe irgendwie so Kristallpilze gefunden. Ich wurde gerade von Sprengpilzen irgendwie gesprengt. Sei vorsichtig. Oh, ist gerade richtig viel Wind. Wir haben super viel Strom. Boah, ich habe Forschungspilze. Boah, ey, das ist so gefährlich, Alter, was hier, ist was das wir hier gebaut haben, ne? Exodynamic Forschungsunterstützung. Wie kann man das... Man muss den Energievorrat aufladen, dann kann man da irgendwas rumforschen. Alter, das ist voll die Mega-Magma-Höhle. Mega-Magma-Höhle! Der hört nicht mehr auf zu rennen, Nest! Okay. Oh, das Gas. Der war ein bisschen verbuggelt. Das böse Gas, Alter. Ey, du musst echt aufpassen. Wie rutscht der runter? Wie bist du da runtergekommen? Ja, runter halt. Ja, runter halt! Boah! Aber da kommen wir doch nie wieder hoch! Ja doch, an der Seite hier. Ich arbeite schon am Hochbuddeln. Oh, da ist ganz viel Gmisch. Ja, ganz viel Gmisch. Na, guck mal, da ist Gmisch. Da kommen wir ja nie wieder hoch. Oh, guck mal, da ist Gmisch. Oh, na, guck, ich komm doch auch wieder hoch. Aber die Folge ist vorbei. Oh Mann, ich habe ein bisschen Gmisch mitgebracht. Achso, da wollte ich mir Lifelines mitbasteln. Deswegen hatte ich das mitgebracht. Verbindungspaket. Ich produziere mal eins. Oh. Das ist immer schön. Nicht um mein Gmisch. Gut. Hashtag Gmisch in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bewertung da lassen und tschüss. Pui.